So, wir machen weiter mit Städtisch 7. Hier haben wir Eisenkabel, Stahl, 6 Busse, Eisenbahn und Panzer habe ich gesehen. Wir ziehen als allererstes natürlich wie immer unsere Straße von A nach B. Dann würde ich sagen, verstärken wir die Mitte, so gut es geht. Ich muss dazu sagen, ich habe das Level gerade eben gespielt. Leider Gottes ist es abgestürzt. Ich versuche das Ganze auch wieder so nachzubauen, wie es eben war. Also ich habe auch noch keinen Test gemacht. Ich war noch im Aufbau. So hat es ungefähr ausgeschaut, nicht ungefähr, sondern genau so. Ich habe da ein bisschen Stahl hier noch zur Verstärkung in der Mitte reingezogen und natürlich von der Mitte rüberwärts, weil da haben wir unsere Hauptlast. Und dann ging es weiter mit Eisen. Auch hier haben wir noch ein bisschen Stahl übrig. Würde ich mal sagen, dahin und dahin das Ganze. Das schaut natürlich doof aus, das machen wir nicht. Ja, jetzt müssen wir ans Eisen. Das bedeutet, wir müssen. Also hier drückt es nach unten die Kraft. Und wenn ich es hier. Das muss natürlich dann nicht nur schön ausschauen. Sondern es muss auch halten. Auch hier ist es wieder so, dass es von der Hauptlast Mitte da nach unten drückt. Ja. Und jetzt schauen wir mal. Sie hängt. Schon 9 Sachen gebrochen. Also, ich bin da gerade ein bisschen verwirrt, warum es überhaupt hier reißt. Weil eigentlich die Konstruktion drüber, die war jetzt normaler, also war ja super eigentlich. Das bisschen wird es nicht rausreißen. Versuche mal das hier wegzunehmen. Auswahlmodus, okay, den habe ich. Ich wähle aus und es bringt nichts. Dann machen wir es halt so. Machen wir mal einen kurzen Test. Und wir ziehen noch mal jetzt die Straße. Ich mache hier bewusst ein Stück kleiner rein. Um ihn jetzt besser abfangen zu können. Oh, da brauche ich 69 Meter, habe ich gar nicht zur Verfügung.
Gut, jetzt nehmen wir noch ein paar Kabel. Noch ein paar Kabel. Und? Oh. Und aus welchem Grund bricht das zusammen? Geht nicht, weil hier was im Weg ist, das Seil. Und das Seil kann ich wieder nicht auswählen. Ach, das ist doch nur Kacke, ist das. Kann ich hier das Seil auswählen? Ich bin noch im Auswahlmenü. Aha. Okay, das hat diesmal funktioniert. Und hier auch. Gut, da ziehen wir jetzt mein Eisen hoch. Und testen das Ganze noch einmal. Auch hier hält die Konstruktion nicht. Das hält auch nicht. Hoppla. Aus welchem Grund fliegt das jedes Mal weg? Jetzt mache ich das mal weg. Also wenn man sieht, die Hauptlast haben wir einfach hier. Okay. Ich bin der Meinung, das Eisen hier muss weg. Der Stahl. Ah. So war das nicht gedacht. Und zwar ziehen wir das so. Hoppla. Oh, wir haben kein Eisen mehr. Wir haben kein Eisen. Aber auch hierfür habe ich eine Idee. So, jetzt haben wir hier Stahl. Den nutzen wir hier unten. Und unser Eisen nehmen wir für hier oben. Okay, einmal so. Und so, jetzt haben wir auf jeden Fall mal ein genügend. Ah, was bricht hier? Fängt der Ganze mich schon wieder an, dass ich dieses blöde Kabel hier nicht auswählen kann. So, noch einmal der Test. Der fährt hier
diesen immer mit um. Okay. Ja, ist gut. Jetzt muss ich nämlich schauen, woran das Ganze jetzt lag. Ich bin jetzt immer noch ein bisschen verunsichert. Also wir haben hier, hier und hier. Und haben das Ganze hier so verstärkt. Und irgendetwas fehlt gerade. Von da nach da. Okay. Aha. Auf jeden Fall ist es jetzt nicht mehr da. Und zumindest schaffen wir die Busse, denke ich mal. Bei der Eisenbahn wird scheitern. Das wird aber knapp. Vor allen Dingen frage ich mich, warum hier alles grün ist und hier alles rot. Aber unser Brücke hält. Wir haben das Level zumindest geschafft. Die Brücke schaut nicht ganz so toll aus. Also in der Funktion. Geil, machen wir mal.